Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Retro-Shuffle. Das ist ein neues Format, mehr oder weniger. Ich hatte das schon mal im Stream ausprobiert, das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Die Sache ist die, ich spiele zufällig irgendein Spiel, was mir gerade in die Hände fällt. Ich habe da so eine kleine Liste von Super Nintendo und NES-Spielen. Die habe ich bei Random Rock reingeworfen und habe mir die dann wieder ausgeben lassen. Und das ist jetzt das erste. Tiny Toon Adventures Buster irgendwas Loose. Okay, und legen wir einfach los. Dun, dun, dun. Oh, hi, welcome to the world of Tiny Toon Adventures. My name is Buster Bunny. Das ist ja blauer. I'm Babs Bunny. Das ist die pinke. Pink? Lila? Pink. Ich glaube pink. Schreib in die Kommentare, ist das pink oder lila? Ich kenne den Unterschied nicht so richtig. Ich glaube lila ist ein bisschen wie dunkler oder so. We started our school Acme University. We have a lot of friends there. Oh my gosh. My class is starting. Buster, be careful. Some escaped animals have gotten into the school building. Ja, die Schule ist doch hinter euch. Seid ihr denn nur doof? Warum rennt ihr nach links weg? Trottel. Okay, los geht's. Wir können springen. Und die Leute hier, pam. Mit so einem Angriff können wir die kaputt schlagen. Pam. Oh, da kommen Sterne raus. Hat er ordentlich Sterne weggeworfen. Pam! Pam, Junge! Okay, lass mal einfach weitergehen. Endlose Gegnerscharen. Müssen wir oben drüber, okay. Halt! Warte mal, wir können nämlich noch so einen coolen Dash. Vielleicht können wir mit dem rutschen. Dafür haben wir eine Möhre bekommen. Und die Möhre macht folgendes. Wir haben einen Lebenspunkt dazu bekommen. Yeehaw! Aha, und wenn man rennt, dann macht man die Gegner automatisch kaputt. Das ist ja voll gut. Okay, Dash and Jump. Dash, Jump! Jump! Oh, okay, hat gereicht. Jump! Jump! Oh, da stand doch aber Jump. Frischer nix gut. Oh. Okay, der ist wieder voll. Lass mal hier hochrennen. Achso, man muss dabei in die Richtung drücken und dann aufspringen. Okay, das muss man ja erstmal wissen. Ohne Anleitung. Run! Jump! Jump! Okay. Achso. Okay, ja, gehen wir einfach da hoch. Das war jetzt eigentlich nicht so der. So wollte ich eigentlich tun. Okay. Okay, dann lass halt da hochrennen. Hui. Hey, warum hat er denn jetzt aufgehört zu rennen? Okay. Anscheinend kann man nicht überall einfach so. Autsch. Oh, so ein Penner. Da guckt er einfach da aus der Wand raus. Oh, ein Knopf. Lass mich den Knopf drücken. Ich dachte schon, es geht endlos. Au, du Penner. Wir sind tot. Oh, auf in den Müll. Fuck. Los, weiter. Rennen! Knopf. Pam, Junge. Keine Ahnung, warum wir das jetzt gemacht haben, aber. Knopf drücken. Oh, oh, da ist die böse Maus. Bad Maus. Ey, du Arsch! Na los, schmeiß schon deine behinderten Bücher, du Affe. Ich hab. Ey! Wie sollen wir den jetzt hin? Achso, wir können einfach hier hochrennen. Och! Da ist auch so ein Spacken! Fickt euch! Nee, das geht nicht. Guck mal, so einfach geht das. Man muss doch nicht in die Richtung drücken, sondern nur springen. Ey! Warte, das Brett mal auf.
Ey! Oh, Wachmann. Wachhund! Lass hier mal einfach weggehen. Wir sind ja anscheinend auch braunen Schlüssel. What? Das ist ein Endgegner, oder was? Ist das ein Boss? Muss ich den mehrmals hauen? Boah, scheiße. Da soll einer riechen! Die alten Spiele, die machen mich manchmal verrückt. Die sind schwer. Oh, schade. Ich dachte, wir können hier einfach hinterher rennen. Ha, Trottel. Ey! Spacken! Ey! Pam, Junge. Pam. Das ist doch unmöglich! Das ist ein... Scheiße, ist das ein Arsch! Ich bin nicht im Müll, ich bin Bastard, zu dumm zum Kacken! Mann, nochmal, weiter geht's. Das ist Retro-Schaffel. Nochmal ganz von vorn. Kein Problem. Hä? Manchmal kann man die kaputt... Manche kann man kaputt rennen, manche nicht? Okay. Das ist ja crazy. Den Affen! Gerade eben konnte ich den doch noch. Vorhin. Oh, das... Was? Warum macht der auch eine... Ach so, ah, man kann ja so einen Angriffsmove machen. Während des Rennens. Ohne Handbuch. Oh, früher gab es noch Handbücher. Die waren super. Ach, und wenn man springt... Dann passiert das auch. Von ganz allein. Hui! Dass man das angreift. Okay, aber nur im Rennen. Ah, nicht zurückrennen. Nee. Ich möchte hier rüber haben. Ey! Spaß da! Halt da. Jawohl. Hehehe. Lass mal hier die Bücher in Ruhe. Ey, du! Tonk. Okay, das wird jetzt schwierig. Aber nicht unmöglich. Das ist möglich für einen Pickhunter. Durchaus schaffbar. Zack. Da war noch so ein Typ. Hey! Jump! Und klopf. Okay. Wie machen wir jetzt hier den Dude platt? Gleich mal einer reinhauen? Ey! Oh, fuck! Okay, ich glaube, das ist eine gute Idee, so. Ach, der hat einen Schlüssel ausgespuckt. Und ganz viele Sterne. Das ist ein Idiot. Krach, bumm! Oh, und gleich geht das Licht wieder an. Ich habe das Gefühl, dass da oben mal versteckt sein könnte. Lass mal gucken. Nein, nicht in die Telefonzelle. Möhre? Möhrchen. Tu mal lieber das Möhrchen. Ui. Ey. Ey. Scheiße. Was können wir denn hier eigentlich machen? Ah, wir können doch einfach hochfahren. Ich dachte, es war eine Telefonzelle. Nein. Komm wieder runter. Nerd. Komm. Komm runter. Scheiß Ding. Pogo Springstab Maus. Ist mein Name. Lass die einfach mal kaputt machen. Hey, der ist da oben. Was ein Affe. Scheiße, ey. Oh, Schwein. Buster. Something terrible is happening. Dizzy is... Destroying the kitchen. Wir hätten so ruhig einen variablen Font nehmen können. Das hätte dem Spiel ganz gut getan, glaube ich. Um mal noch ein bisschen was zu dem Retro-Shuffle zu erzählen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben oder per Twitter oder irgendwas euch vielleicht Spiele wünschen. Dann nehme ich die mit in die Liste auf. Und sollte das Spiel, was ihr euch wünscht, schon in der Liste mit drin sein, dann rutscht das sozusagen einen Platz weiter nach oben und wird dann früher gespielt. Aber ich zeige euch mit Absicht nicht die Liste im Moment, weil soll ja noch ein bisschen Überraschung mit drin sein, ne? So, leave it to me. Ich bin Buster. Ach, das ist Dizzy. Hi, Dude.
Was ist mit dir los? Aber was ist mit dem nicht ganz richtig, habe ich das Gefühl. Pam, Junge! Kriegst du voll einen aufs Maul! Jetzt ist er runtergefallen, okay. Fuck. Was ist das? Voll, was ist das für eine Küche? Pam, Junge, Spacken. So, verfatzen wir uns einfach mal. Gehen wieder runter. Huh! Und wieder hoch. Und wieder runter. Das ganze Spiel hält an, während man da drin ist. Okay, logisch. Also alles außer die Plattform. Hanna, komm schon runter, komm runter, komm runter. Da will ich nicht runter. Dann lass ihn uns entgegenkehren. Pam, Junge! Huh! Hab Angst vor dem Typ. Okay. Reparieren sich die Dinger dann auch wieder von alleine oder was? Okay, gleich haben wir ihn. Pam! Oh. Scheiße. Hey! Pam! Hm. Pam! Ich glaube, der kommt hier gar nicht rein. Weil der ist nämlich zu doof. Let's grab this dude. Hey, der ist einfach rübergesprungen. Pam! Pam! Wie oft müssen wir den noch treffen, bitte? Chunks! Oh oh. Boom. Easy. Boah, ohne Schmatz, Junge. Müssen wir den so oft treffen, weil der so einfach ist? Oder müssen wir irgendwas anderes machen? Was ich jetzt hier noch nicht gerallt habe? Hä? Ich glaube, wir müssen was anderes machen. Aber ich habe es halt noch nicht verstanden. Hier irgendwas? Das Essen oder so? Nee. Also wir haben wirklich keine andere Wahl, als das zu machen, was wir machen. Oh. Ist ja relativ öde, wa? Na gut, okay. Also lassen wir das. Das war... Au. Au, Mikrofon zu laut eingestellt und geklatscht. Wirklich gut. Also, Leute, das war's für die erste Folge Retro Shuffle. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Retro Shuffle oder so. Macht's gut, bis dahin und tschaußen.